Was ein Zeichen hier. Sieht ja aus wie so irgendein okkultes Zeichen von den Eingeborenen hier. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen hier bei mir zum zweiten Part von The Solus Project. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben hier in der Höhle, haben uns kurz aufs Ohr gelegt und genau, die Schallwellen, beziehungsweise diese, ja, waren ja fast schon so Art Schallwellen waren das ja gewesen, die wollten wir uns mal genauer unter die Lupe nehmen. Ich denke, jedes Mal hier landet gleich irgendein Raumschiff oder ein Flugzeug, wenn ich das sehe, aber okay. Ich habe auch nachgeguckt bei der Aufnahme, den Helm, der war vorher wirklich kleiner gewesen. Der war nicht so groß gewesen. Ich will jetzt nochmal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Das war... Ich könnte schwören, der war... Das war ja bei 90 gewesen, oder so? Visuelle Hilfsmittel. Ah, da sieht man da, wenn man... Das lasse ich noch. Ich könnte schwören, auf jeden Fall, dass der Helm, also das sah auch in der Aufnahme so aus, der war nicht so stark umrandet gewesen, am Rand. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Wie sehen denn überhaupt meine Werte aus? Darf ich die mal sehen? Danke. Wasser ist noch gut, wir haben 1,68 Liter Intus. Temperatur ist zwar ein bisschen kalt, aber geht, die Sonne geht langsam auf. Und dadurch passt das dann schon. Sind da wieder die Wale da hinten am Schwimmen, ne? Am Tag hat man mehr gesehen. Jetzt ist der Horizont ganz schön vernebelt. Drohende Verhungerung. Warte mal, zeig doch mal, wo ist denn der Hunger? Ah, das sind die Kalorien. Okay, ja, dann essen wir doch was. Ich habe doch ein Rohr. Medipack, Fackel, Pflanze. Die Pflanze, die kann man essen, glaube ich. Ah, so. Sehr schön. Das sieht doch schon mal gut aus. Die hat mir auch ein bisschen Feuchtigkeit gegeben. Perfekt. So, ich nehme mir gerade eine neue auch wieder mit. Was ist das denn? Item kombinieren. Als ob ich das jetzt einfach anzünden kann. Ah, mit meiner Fackel. Leuchtfeuer. Nehmen wir das mal mit. Das können wir vielleicht gebrauchen. Ich dachte, hier sind wir sicher. Was ist das für ein Geräusch? Ich gehe mal besser hier rein. Boah, das wird ja immer lauter. Was geht denn hier ab? Finde einen Weg in die Höhle. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Höchstens mit dem Teleporter könnte ich es probieren. Oh nee, warte, das wollte ich nicht. Hä? Wo sind das jetzt gelandet? Oh mein Gott! Wir sind gestorben. Wieso das denn? Was war denn das gewesen? Okay. Warte, ich will jetzt gerade mal gucken, ob wir die hier wieder aufladen können, die Flasche. Ja, können wir machen. Sehr schön. Da sind wir einfach gestorben. Hunger haben wir ja, das heißt, am besten esse ich gerade die Pflanze, die wir da haben. So, jetzt beeile ich mich diesmal nochmal. Oh, das sind so fleischfressende Pflanzen hier. Muss mal aufpassen. Also, jetzt nochmal ganz schnell in die Höhle rein.
Aber wenn okay steht, dann heißt das, dass es das Maximum erreicht hat wahrscheinlich. Schauen wir mal, was in der Höhle jetzt drin ist. Also erstmal den Signal-Dingens da wieder nehmen. Das ist ein Leuchtfeuer. Das erstmal wieder nehmen. Zielpeilung. Mit dem Teleporter könnte ich es probieren. So. Ausprobieren. Jawohl, hat funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Krass. Halte auch schon nach dem Ursprung des Geräuschs. Was haben wir denn hier? Ein Lichtstab. Ein Leuchtstab. Ah, das Inventar ist voll. Können wir irgendwas fallen lassen, was gerade nicht so wertvoll ist? Nicht wirklich. Höchstens halt eine... Ach komm, ich esse die schnell. Wartet mal. Ah, die muss ich sowieso immer vorher erst aufmachen. Ja, egal, komm, dann lassen wir das. Dann nehmen wir den mit. Der ist bestimmt aus Uran oder irgend sowas noch. Ist aber warm hier drin, 25 Grad. Aha, wegen der Fackel wahrscheinlich. Kalorien sind gut. Wir dringen immer tiefer vor. Hat auch noch gespeichert. Ich frage mich, warum wir vorhin gestorben sind. Okay, hier lang wahrscheinlich. Höhle der Erleuchteten. Darunter müssen wir. Warte mal, da ist so ein Vorsprung. Vielleicht können wir da irgendwas machen. Benötigt Seil zum Klettern. Wir haben leider kein Seil. Das wäre es jetzt, wenn wir hier eins finden würden. Haben wir gerade eine leere Flasche? Oh, da sieht man ja gar nichts ohne das. Warte mal, wir haben doch irgendwo diesen Uranstab, oder? Da. Ey, der gibt einem ja gar kein Licht. Zum Glück habe ich die Fackel. Da oben ist ein Ausgang. Guck mal, da können wir hier langlaufen. Was haben wir hier? Steine. Ja, nee, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Schade, ich wäre da gerne runtergegangen. Jetzt bin ich fast gefallen. Das wäre es jetzt noch gewesen. Ah, wir haben Hunger. Da. Was bringt mir das? Relativ viel Kalorien, gell? 2000 Kalorien hat mir das gegeben. Geil. Was ist das denn hier? Sieht ein bisschen komisch aus. Ich würde das gerne mit dem Helm wieder richtig hinkriegen. Das nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Was ist, wenn ich das Sichtfeld hier hin mache? Nee, so kann man ja nicht spielen. Das geht ja gar nicht. Das war von Anfang an war das auf 90 gewesen. Das ist komisch. Komisch. Nochmal hier schnell schauen jetzt. Das mache ich wieder an. Warte, wo war das gewesen? Ah ne, Quatsch, hier war das irgendwo. Das ist der Schwierigkeitsgrad. Habe ich auf normal gesetzt. Komisch. Okay, machen wir mal weiter. Ich probiere das dann im Offline-Modus. Dann müsst ihr euch das nicht die ganze Zeit angucken. Ich würde vorschlagen, hier rechts rum. Sieht spannender aus. Ich hatte anscheinend... Hat es jetzt hier mehrere von diesen leuchtenden Dingern? Scheint fast so, ne? Zu hoch. Das war knapp.
Was ist das denn? Ich habe wieder so ein Relikt gefunden. Geil. Maximale Gesundheit plus 25. So wollte ich das sehen. Gesundheit wieder hergestellt. Ich frage mich, ob das eine richtige Wahl war, den Anzug, den wir genommen haben. Okay, jetzt ist gerade wieder. Jetzt muss ich hier ein bisschen Sprungmanöver machen. Damit wir hier auch wieder safe hochkommen. Komme ich hier überhaupt hoch? Oder gibt es da noch einen anderen Weg? Ja gut, ich kann noch probieren, jetzt hier lang zu laufen. Nee, warte, ich laufe nochmal hier unten lang. Hier kommt man doch sicher irgendwo normal hoch, oder? Also die Relikte, die deuten ja mal zu 100% darauf hin, dass hier noch anderes Leben auf dem Planeten war oder ist. Ganz klar, also... Die kommen ja nicht von irgendwo her, die Relikte. Und auch diese komischen Bauten hier. Entschuldigung, hab Schluck aufgehabt. Ich muss hier irgendwie probieren, hochzukommen. Kannst mir noch nicht erzählen, dass wir nicht hier hochkommen. Hier vielleicht so? Nee, das geht auch nicht. Hä? Ich komme hier nicht mehr hoch. Wir werden elendig verhungern und sterben hier unten. Ey. Jetzt mal ernst. Komm. Geh mal hier hoch jetzt langsam. Aha, wisst ihr, was ich machen kann? Ich Depp. Ich habe doch einen Teleporter. Was mache ich denn hier? Wo habe ich den denn da? Wollen wir mal so schießen? Hat das funktioniert? Zack. Nice. Geil. Ich schwöre, das Ding ist geil. So, jetzt sind wir wieder oben. Nur ein bisschen das Käppchen ab und zu benutzen. Warte mal. Ich glaube, Teleporter und Fackeln haben wir gerade hintereinander, oder? Ja, nicht ganz. Ich will jetzt trotzdem hier rechts rum. Wo habe ich denn meine Fackel jetzt? Ist die leer? Nein. Wir haben nur diesen komischen Leuchtstab hier. Als ob. Jetzt muss ich mit dem hier rumlaufen. Da sieht man ja gar nichts. Hier könnte jetzt eine Schlucht vor uns sein. Okay. Das sieht schon mal mega geil aus. Nee, ich will nicht tiefer in die Höhle rein. Ich will eigentlich raus. 60 Meter sind wir noch vom Ziel entfernt. Okay, jetzt mach ich mal das Licht aus. Ich dachte gerade, da steht einer. Was haben wir hier? Oh, sicher noch weniger. Was haben wir hier? Nochmal ein Relikt? Was ist das? Speichert Fortschritt. Ah, da kann man speichern. Super. Was haben wir denn hier alles? Vier Artefakte, ein Relikt des Wassers, ein Relikt der Und... Hä? Also... Das... Dieses rechte Maustaste zum Fallen lassen... Ah, ich kann das einfach nur erkunden. Zwei Relikte des Lebens. Was auch immer das ganze Zeug bedeutet. Was haben wir hier? Entzündbar. Kerze. Hab nur leider keine Fackel. Ich hoffe, der Uranstab, den ich habe, der hält ein bisschen. Weil wenn der ausgeht... Ey, das sind wir ja voll am Arsch. Wow. Ich dachte gerade, ey. Wieso tropft es denn hier? Oh, nee. Ich will gar nicht wissen, was hier im Wasser drin ist. Warning. Operator cold and wet. Temperature dropping. Ja, mir ist kalt und
drohende Unterkühlung. Ah, ich bin nass. Ja, okay, langsam wärmen wir wieder auf, oder? Minus 12,1? Ja, shit, was soll ich denn machen? Ich glaube, es geht wieder langsam. Habe ich keine Fackel oder sowas? Ich habe kein... Was ist das denn? Ja, Temperatur ist wieder okay. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann nichts machen. Ich kann mich nicht mal mehr bewegen. Hallo? Nein, der fällt nichts Besseres an, als wieder ins Wasser zu fallen. Wir werden sterben, wir werden sowas von sterben. Was mache ich denn jetzt? Schnell, 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 schnell. Ja, mach doch was. Ey, ich muss da ganz schnell hier hinten hin. Das ist am schnellsten. Am besten. Oh. Ich depp. Schwimme aber auch 50 Mal im Kreis. Meine Maus ist eben gerade ausgegangen. Deswegen. Oh. Also, wir müssen auf jeden Fall schnell, schnell, schnell durch das Wasser schwimmen. Wir sind ja gerade hier jetzt. Ist also alles cool. Das haben wir schon gesehen. Aber interagieren kann man mit dem Ding ja nicht. Die kann man anzünden, das wissen wir auch noch. Ich bin trotzdem froh, dass ich einen Leuchtstab jetzt habe. Ja, einige Tümpel der Höhlen werden von den Gezeiten beeinflusst, stand da. Das haben wir gerade bemerkt. Sind erfroren. Jämmerlich. Laufe ich in die richtige Richtung überhaupt? Ja, doch. Oder? Entfernung 300 Meter. Wow, cool. Ja, ich habe aber kein Feuer. Das ist das Problem. Da bringt mir auch nicht, dass ich ein volles Inventar habe. Die kann man halt essen, das ist halt gut, aber sonst... Ach, ich sehe halt auch nur wenig, mega wenig von der Höhle. Ich finde das halt auch schade. Ah, dann noch ein Relikt gefunden. Ich glaube, wir haben irgendwas aufgemacht. Finde ich das gerade... Ah, hier waren Gitterstäbe. Ja, ohne Fackel ist das ja mega scheiße hier drin. Das Ziel ist ja noch über 200 Meter entfernt. Was haben wir hier? Speichert Fortschritt. Das ist sicher gut. Können wir speichern nochmal? Die müssen wir jetzt irgendwie da irgendwo aufkriegen. Muss irgendwo ein Schalter sein. Wir sind ja jetzt ganz woanders wo eben, als eben gerade, nicht? Was haben wir hier? Wieder Kerzen? Bringt uns natürlich wieder nichts. Hä? Ja, hier muss irgendwo der Schalter sein. Ich sehe nur nichts mit dem Ding. Glaubt ihr es mir? Ich sehe gar nichts. Da hinten wäre wenigstens Licht. Hier auf der rechten Seite? Auch nicht. Weiter vorne, ha? Nee. Hä? Wo zum Teufel ist dieser blöde Schalter? Ey, ich bin drauf und dran, eigentlich wieder rauszulaufen und mir erstmal eine Fackel zu holen. Oder zwei. Ja, wir laufen eigentlich wieder zurück, ne? Ist das so gewollt, dass man hier so wenig sieht? Ist mal ohne Scheiß. Was ist das denn? Nichts. Können wir uns da durchporten? Geht das?
Ich probier's mal. Das ging ja vorhin auch. Medipack. Der gibt mir auch richtig schön. Das ist ja noch heller. Ja, der ist wenigstens ein bisschen heller. Das gefällt mir schon mal besser. Aber ich probiere mich jetzt mal da durchzuporten. Ha. Nee, geht nicht. Schade. Wo haben wir den Lichtkristall? Leuchtfeuer? Lichtkristall. So. Mit dem sieht man wenigstens ein bisschen. Ja, eigentlich auch nicht viel mehr. Scheiße. Haben wir hier zwei Richtungen? Einmal von da, wo wir gekommen sind, nämlich von hier. Und einmal jetzt hier links rum, ne? So wie das aussieht. Aha. Ist das jetzt für das Tor da vorne? Och bitte. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Rechts oder links, Leute? Rechts oder links? Rechts. Ducken war... Wie war nochmal Ducken? Ah, mit Steuerung. Genau. So. Eine richtige Höhlenexkursion ist das hier. Ziel ist immer noch 190 Meter entfernt. Das gibt's doch nicht, wie weit das weg ist. Ey, ihr könnt 3 Meter von mir irgendwas stehen. Ich würde das nicht sehen. Glaubt ihr mir? Ich würde das nicht sehen. Oh, was haben wir denn hier alles? Was ist das? Nahrhaft. Ah, das ist zum Essen. Plus 3500 Kalorien. Das nehmen wir mit. Ja, lassen wir... Nee, die Stange nicht. Aber wir haben so komische Dosen noch, glaube ich. Die kann ich wegwerfen, ruhig. Da, die hier. Die will ich nicht. Dafür will ich aber das da. Stein, Kerze. Was haben wir noch? Nichts mehr besonders. Götzenstatue. Benötigt. Da stand eben gerade irgendwas. Ah, da, die Statue müssen wir da reinballern. Natürlich. Ich will nur meine rote Leuchtfackel wieder haben. Da oben ist sie. Guckt euch das an. Ich bin mal echt gespannt, was hier für Wesen leben. Oh, das ist nicht gut, dass das so bebt. Ey, wie tief wollen wir denn noch hier rein? In die Höhle. Was war das denn? Da vorne ist irgendwas. Ich muss erstmal was trinken. Okay. Wir brauchen noch was zu essen, merke ich. Gut. Jetzt gehen wir da durch. Und zwar ganz schnell. Ich brauche Licht. Shit, was ist denn das? Waren das so Pflanzen oder was war das? Oh, ist kalt, kalt, kalt. Wir müssen uns bewegen. Oh, was haben wir hier gefunden? Schon wieder so ein Kristall. Lichtkristall. Den nehmen wir mit. Drohende Unterkühlung. Ja, kann ich jetzt nichts machen, leider. Ich... What the fuck? Was ist denn das? Okay. Als ob wir jetzt da rein müssen. Ja, muss ich da runterspringen oder kann ich mich auch irgendwie festhalten? Halt! Das wollte ich jetzt nicht. Ich sehe nichts mehr. Ach, wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach. So.
Zack. Hab jetzt gar nicht gecheckt, wie man da runterspringt. Wo ist der rote Leuchtstab? Komm schon, gib mir mal den Leuchtstab. Da. Was ein Zeichen hier. Sieht ja aus wie so irgendein okkultes Zeichen von den Eingeborenen hier. Was haben wir denn hier? Passage der Reisenden. 1 von 4. Okay. Also dieses kleine Handy, was wir da haben, also das Gerät, das übersetzt uns auch die Sprache der Einheimischen hier. Na, das geht noch. Was haben wir hier? Hier sind so Spiegel. Ah, wartet mal. Hier ist sogar ein Fußabdruck. Mehrere Fußabdrücke. Oh, das ist unserer. Nee, das ist nicht unserer. Okay, wir müssen irgendwie das Tor aufkriegen. Sauber. Ich speichere jetzt erstmal hier. Leute, ich glaube, ich tue an der Stelle jetzt leider den Part schon beenden. Ich hoffe, ihr wollt auch wissen, wie es weitergeht. Ich würde mich über ein positives Feedback von euch freuen. So ein Like, ein Kommentar. Wisst ihr, wie es geht, ne? Und ja, ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Part dabei. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Schönen Abend, euer Nier. Ciao.